Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Beim DAX tut sich in den letzten Wochen unterm Strich eigentlich nichts. Trendloser könnte eine Marktphase wohl kaum sein. Wenn Sie sich die letzten 2 Monate im Stundenchart mal ansehen, gibt es zwar viel Intraday-Bewegung, aber von einem Trend können wir ja wirklich nicht sprechen. Wenn wir uns den Tageschart ansehen, sieht das seit Jahresbeginn nicht viel besser aus. Es gibt zwar immer mal wieder mehrwöchige Bewegungen, aber unterm Strich tut sich nichts. Wir pendeln nach wie vor um die 7000er-Marke. In letzter Zeit eher in einer Spanne zwischen 7000 und 7600 Punkten, wo wir uns momentan genau wieder in der Mitte befinden. Es kommt immer mal wieder zu Fehlausbrüchen, zu angetäuschten Trendbewegungen nach oben oder unten, aber im Wesentlichen tut sich nichts. Was für die einen Anleger sich als Verlust bringt, erweist, nützt uns in den letzten Wochen. Denn ich hatte Ihnen vor 2 Wochen etwa diese Seitwärtsscheine empfohlen, die genau von dieser Seitwärtsbewegung profitieren. Das hat sich als goldrichtig erwiesen. Zum anderen kommen uns einige Einzeltitel zugute, die wir im Depot haben, wie zum Beispiel eine Hugo Boss, die unbekümmert von Allzeithoch zu Allzeithoch eilt. Also wir können nicht meckern. Unserem Depot geht es trotz Seitwärtsbewegung recht gut. Ich denke, diese Seitwärtsbewegung wird uns möglicherweise noch ein paar Wochen begleiten. Aber es zeigen sich erste Anzeichen, dass sie eines Tages zu Ende gehen wird. S&P 500 zeigt noch keine Anstalten, in irgendeine Richtung auszubrechen. Läuft auch seit Jahresbeginn seitwärts. Auch der Transportindex ist momentan keine große Hilfe. Wir haben vor 2 Wochen ein neues Allzeithoch gesehen, welches aber wieder abverkauft wurde. Auch dort geht es mit einer leichten Aufwärtstendenz im Großen und Ganzen seitwärts seit Jahresbeginn. Was mir mehr Hoffnung macht, dass sich diese Seitwärtsbewegung bald in eine Aufwärtsbewegung eine Rallye auflösen könnte, ist zum Beispiel der Kupferchart. Wenn Sie mal schauen hier, wir haben im Wochenchart, im Wochen-MACD bei Kupfer mittlerweile ein Kaufsignal, ähnlich wie im letzten Sommer. Unter anderem dieses Kaufsignal bei Kupfer hat ja auch die Rallye am Aktienmarkt damals ermöglicht. Jetzt sehen wir eine ähnliche Konstellation, wie gesagt, beim MACD-Indikator auf Wochenbasis bei Kupfer ein Kaufsignal. Und ein Ausbruch aus einer mehrmonatigen Konsolidierungsformation, die Sie hier in grün sehen, ähnlich wie im letzten Sommer. Auch da hatten wir so eine Konsolidierungsformation, die sich über mehrere Monate gehalten hat und sind dann nach oben ausgebrochen. Also bei Kupfer würde ich sagen, hier tut sich bereits was. Kupfer steht in den Startlöchern für eine größere Rallye. Und Kupfer ist ein guter Konjunkturindikator. Und wenn es der Konjunktur gut geht, geht es auch dem Aktienmarkt üblicherweise gut. Also hier könnte es zu Ausstrahlungseffekten kommen, die sich in den nächsten Wochen verfestigen sollten. Das werden wir genau beobachten. Wenn sich die Rallye bei Kupfer verfestigt, dann dürfte auch der Aktienmarkt wieder positiver tendieren. Was mir noch mehr Hoffnung macht, sind die Emerging Markets. Dort haben wir ja etwa Ende Juni einen Ausbruch nach oben gesehen aus dieser roten Keilformation. Damals hatte ich gesagt, nach diesem Ausbruch wird es zunächst zum mehrwöchigen Rücksetzer kommen. Den haben wir jetzt gesehen in den letzten beiden Wochen. Und jetzt sind diese Märkte bereits wieder im nächsten Rallye-Schub drin, wie es aussieht. Sollte das anhalten, sollte die freundliche Tendenz an den Emerging Markets anhalten, dann wird sich auch der DAX nicht lumpen lassen und zumindest wieder bis in den Bereich 7600 ansteigen. Dort wird sich dann zeigen, was es wert ist. Wenn die Emerging Markets weiter freundlich tendieren sollten, speziell wenn sie über diese 50-Punkte-Marke, über diesen Widerstand klettern sollten, dann werden wir auch beim DAX wahrscheinlich endlich in eine Jahresendrallye einmünden. Das entscheidende Signal, auf das ich warte, das zeigt sich beim Shanghai-Index. Das wäre eine Überwindung dieser blau gestrichelten Widerstandslinie hier im Wochenchart. So weit sind wir noch nicht, wir sind noch nicht mal an dieser Linie dran. Aber das ist der Chart, den ich mir in den nächsten Wochen und Monaten am genauesten ansehen werde, weil der wunderschöne, klare Muster zeigt. Und sollten wir über diese
blau gestrichelte Widerstandslinie drüber gehen, dann wird der Shanghai-Index in den darauf folgenden Monaten durch die Decke gehen, dann werden die gesamten Emerging Markets durch die Decke gehen und dann wird der DAX mitlaufen. Egal, welche Schlagzeilen die europäischen Länder mit der Schuldenkrise produzieren sollten. Ja, also ich fasse es nochmal kurz zusammen. Momentan stecken wir weiterhin in einer Seitwärtsbewegung beim DAX, also beim S&P 500 fest. Es zeigen sich aber bereits aus Richtung Rohstoffmarkt, aus Richtung Emerging Markets erste Anzeichen, dass sich das in den nächsten Wochen und Monaten ändern kann. Noch sind die entscheidenden Startsignale dort nicht gefallen, aber es sieht gut aus, die Ausgangslage ist gut. Was wir brauchen, ist eine weiterhin positive Tendenz von dieser Seite und dann geht es auch mit dem Gesamtmarkt wieder bergauf. Bei einzelnen Aktien tut sich bereits was, da sind wir auch bereits am Ball. Ich denke, die nächsten Wochen werden dazu da sein, um sich weitere aussichtsreiche Einzeltitel ins Depot zu legen und ich werde meine ganze Analysekraft darauf verwenden, Ihnen die besten Aktien rauszusuchen. Mit diesen Worten möchte ich mich für die nächsten Tage von Ihnen verabschieden. Der nächste Wochenausblick kommt wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag. Morgen, wie immer, die Wochenausgabe, heute Abend Sprechstunde. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.